Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier mit Ivo gelandet. Und wir wollten mal probieren. Oh Gott, Was tut er? Achso, die wechseln dann so die Position. Guck mal die Karten an und hol die mir Dort mal. Dort liegen einige große Papiere auf dem Schrank. Könnten Landkarten sein. Kein Problem. Das sieht mir nach taktischem Kartenmaterial aus. Hier wurden Truppenbewegungen eingezeichnet, vermutlich schon vor Jahren. Eine der Karten ist eine grobe Kopie der Karte an der Wand. Auf ihr kann ich einzeichnen, wo sich die Insel befindet. Nur müssen wir sie dazu erst einmal lokalisieren. Okay. Mit ihr kann ich auch nochmal alles angucken. Machen wir mal. Der Erzmagier und ich scheinen ein gemeinsames Hobby zu haben. Aber natürlich benutzen wir Elfen keine technischen Geräte, um die Planeten und Sterne zu betrachten. Das ist ein Sumpfkräucher, eine pflanzenfressende Pflanze. Sie schleicht sich an ihre Opfer heran und überwältigt sie von hinten. Warum lebt denn dann die andere Blume noch? Für Wesen aus Fleisch und Blut sind sie ungefährlich. Sie gehören zur Gruppe der vegetarischen Kannibalenpflanzen. Das ist die Enzyklopädie Fantastica. Der törichte Versuch, alles Wissen dieser Welt zwischen zwei Buchdeckel zu pressen. Ich kann sie nicht lesen. Diese misstrauischen Magier haben sie mit magischer Tinte geschrieben. Ja, das hatte ich ja vermutet, dass wir deshalb das Amulett brauchen oder so, aber das ging ja nicht. Einige Papiere, magische Gerätschaften und... Krempel? Eine große Karte des Landes mit dutzenden Städten, Dörfern und Siedlungen. Früher gab es das alles nicht. Ich habe keinen Schimmer, wo diese Insel Zordia liegt. Vielleicht gibt es im Buch des Gremlins einen Hinweis. Okay, ist das der Startschuss, dass wir was lesen können? Das ist die Enzyklopädie Fantastica. Okay. Ich kann sie nicht lesen. Das ist die Okay. Müssen wir vielleicht ihn nochmal? Oder ihm das sagen oder so? Warte mal, wir probieren mal, ob wir jetzt... Das Seltsame ist, dass auf den meisten... Das Seltsame... Okay. Er reagiert darauf nicht. Reden wir mal mit ihr, vielleicht können wir das Wissen vermitteln. Ivo. Was gibt's? Lass uns mal ins Buch der Gremlins schauen. Irgendwo da muss es einen Hinweis auf die Insel Zordia geben. Also schön. Was haben wir hier? Eine Geschichte über einen Zauberer und sein Schaf? Oh, eine Zauberergeschichte? Mit Bildern? Die Geschichte ist nichts für dich, glaub mir. Hier. Hier ist der Reisebericht eines Feenforschers. Daran beschreibt er, wie er auf eine Insel gekommen ist. Er hat Tempelruinen gezeichnet. Und der Professor glaubt, dass das Artefakt in diesem Tempel ist, auf der Insel Zordia. Exakt. Der Feenforscher hat seinen Weg genau beschrieben. Gestartet ist er in einer Stadt namens Kunpak. Nie davon gehört. Ich auch nicht, aber wir müssen sie finden. Ich muss kurz nachdenken. Übernimmst du hier mal? Klar. Okay, Kunpak hier vielleicht irgendwo? Also schön, Kunpak. Ich werde dich schon finden. Gibt es doch nicht. Ich finde diesen Ort einfach nicht. Ich auch nicht. Er ist nicht auf der Karte. Aber warum sollte dieser Feenforscher einen Ort beschreiben, den es gar nicht gibt? Oder gab es ihn mal und er ist mittlerweile verlassen? Das ist es. Hm? Kunpak ist der Name des Ortes in der Schattensprache. Als der Feenforscher dort war, war es ein Ort der Schatten. Aber diese Karte ist alt. Hier wird noch der menschliche Name des Ortes stehen. Wir müssen also herausbekommen, wie der heutige Ort Kunpak früher hieß. Exakt. Das steht doch bestimmt in dem Buch drin. Oder nicht?
Ich kann sie nicht lesen. Fragen wir ihn mal dazu. Stadtwache, wie wäre es, wenn du hier mal über... Nein, fragen wir mal das andere. Die Stadtwache lässt nur Magier und Leute mit einer Einladung hier hoch. In Anbetracht deiner Verkleidung würde ich sagen, du hast dich als Magier ausgegeben. Ich habe mich nicht als Magier ausgegeben. Ich bin Magier. Mit Diplom. Mir fällt es etwas schwer zu glauben, dass ein junger Gnom aus dem Weißkammgebirge Magier ist. Aber es stimmt. Ich habe die Ausbildung bei Meister Markus unten in der Stadt gemacht. Du hast alles, was man für eine Diplom-Magierprüfung wissen muss, in nur ein paar Stunden gelernt? Ja, war nicht einfach. Hat mich fast umgebracht. Ich denke, du solltest dir mal wieder den Kopf zerbrechen. Ich mache eine Pause. Klar, kein Problem. Zur Not müssen wir unten bei diesem Meister Markus mal nochmal gucken gehen. Das Seltsame ist, dass... Das Seltsame... Okay. Können wir ja noch nicht zeigen. Im Ring... Die auch nicht verzaubern und ihr das... Hä? Hier können wir das geben, okay. Hier, Ivo, ein Stärkungselixier. Vielleicht kannst du es gebrauchen. Danke. Okay, gucken wir mal, ob sie was anderes... Ich kann das Netz... Hier, ein Netz. Toll. Okay. Nee. Nee, den Rest wissen wir nicht. Okay. Boah, lass uns mal beim Zauberer fragen, ob der irgendwie Ahnung hat. Meister Markus, Sie werden es nicht glauben, aber... Meister Markus? Hallo? Hm, er ist nicht hier. Was können wir denn klauen? Ich glaube nicht, dass ich den Mörser noch einmal benötige. Ein zusammengefalteter Zettel. Mein Name steht drauf. Lieber Wilbur, dir ist vermutlich gar nicht bewusst, was du geleistet hast. Du hast nicht nur dein Magierdiplom schneller gemacht als jeder andere vor dir. Nein, du hast auch einem alten Mann gezeigt, dass es immer Hoffnung gibt. Dafür danke ich dir. Ich bin aufgebrochen, um meinem Bruder am Wilddornpass zur Seite zu stehen. Er kämpft dort gegen wütende Angriffe der Schatten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Meister Wetterquarz. Markus Maria Alistair, Meister der Magie. P.S. Ich möchte dir meine magische Brille zum Geschenk machen. Ich brauche sie nicht mehr. Meine Nase gehört an die frische Luft, nicht in alte Bücher. Okay. Das ist wirklich sehr nett von Meister Markus. Aber hätte er seinen Tatendrang nicht noch ein paar Stunden länger unter Kontrolle halten können? Ich könnte ihn hier gut gebrauchen. Und sein Bruder wird er dort wohl auch kaum finden. Er sucht die Insel in irgendwelchen Archiven und steht nicht auf dem Schlachtfeld. Es hilft nichts. Er ist weg. Ich muss alleine klarkommen. Okay, die Brille werden wir ja dann sicher brauchen für das Buch oben. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, aber so sehen unsere Gardinen im Schlafzimmer aus. Oder Vorhänge, besser gesagt. Ich würde mich ja gerne hier hinsetzen und den ganzen Tag Bücher studieren. Aber leider fehlt mir dafür die Zeit. Für mich heißt es wohl Learning by Doing. Mein Stärkungselixier ist in der Fiole und einen weiteren Trank muss ich nicht brauen. Zumindest jetzt nicht. Okay, ich habe gedacht, ich kann mehr holen, weil ich ja das andere halt schon hatte. Hier nochmal rein? Glaube ich nicht. Ich lebe wieder und dabei bleibt es hoffentlich noch sehr lange. Dorthin gehe ich nicht wieder zurück. Okay, gut. Dann wieder hoch. Oh, und wisst ihr, was mir noch eingefallen ist? Lasst uns mal das Seil wieder mitnehmen. Geht sogar. Okay. Hab's. Hab's. Und jetzt rein in den Turm. Und jetzt mit der Brille das Buch angeguckt. Na, mit der Brille das Buch angeguckt.
Unglaublich! Mit Brille sind die Seiten von oben bis unten eng beschrieben. Ohne sehe ich nur leeres Papier. Die Brille ist also nicht nur schick, sie ist auch nützlich. Wonach soll ich suchen? Wäre alles interessant, ne? Ich glaube, dass wenn wir das hier machen, dass es aufhört. Deswegen fangen wir mal von unten an. Ich fand ihn weniger charmant, als ich erwartet hatte. Vermutlich haben wichtige Anführer keine Zeit, höflich zu sein. Adelheid von Trauerbergen, Alabasterverarbeitung, Alistair der Schrumpfwütige, Alistair der Dritte vom Hohen Haar. Ah, hier. Alistair. Mordred Michael Mechthild. Erzmagier. Bla bla bla. Als zweites von 4 Kindern geboren, Bruder Markus, bla bla bla. Zaubererakademie mit Auszeichnung. Merlin-Orden 1. Klasse. Level 99 Erzmagier. Bla bla bla. Arbeiten über Schafmetamorphosen. Besitzer einiger der mächtigsten magischen Artefakte der Welt. Bla bla bla. Chef des Geheimdienstes der Allianz. Berater des Königs. Bla bla bla. Seltsam. Warum steht da ständig bla bla? Man hätte schon erwarten können, dass sich die Autoren beim Eintrag eines so wichtigen Mannes mehr Mühe geben. Wollen wir doch mal schauen, was uns erwartet. Sauron, Saurodrops, Sodbrenn, Sordia. Eine Insel im stillen Meer, vermutlich benannt nach einem vergessenen dunklen Magier. Mehr steht da nicht. Keine Angaben dazu, wo genau die Insel liegt. Äußerst dürftig. Na schön. Ich hoffe nur, die Enzyklopädie ist auf einem neueren Stand als die Karte. Krätze, Krötengalle, Krummbeine, Grunabel die Fürchterliche, Krundpack. Krundpack, früher Rotkieselburg, ist eine Ortschaft in der Südheide, bekannt vor allem durch seinen Salzabbau im bla 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 bla. Rotkieselburg, das ist es. Können wir das jetzt einfach an der Karte zeigen? Ah, sie kommt schon, also ja. Also schön, Rotkieselburg. Wo steckst du? Rotkieselburg. Rotkieselburg. Nee. Hasendorf, das haben wir auch unten. Robbingham. Wird da geklaut oder sind da viele Robben? Traging. Nitzlingen. Hm. Oh, hier Elfenbein. Da kommt sie her. Strunzen. Eiskampffeste. Ich glaube, ich muss gleich niesen, Leute. Ah, wo ist mein... Ah, dankeschön. Mein Stummbutton, meinte ich eigentlich. Wie fällt's? Rotkieselburg. Jammers. Da ist es. Rotkieselburg. Hervorragend. Von dort aus müssen wir nun dem Weg des Feenforschers nachgehen. Es sind insgesamt 7 Schritte. Ich lese sie vor, du schaust, wo wir herauskommen, okay? Gut. Wir sind in Rotkieselburg. Der erste Schritt ist 2 Tagesmärsche nach Norden bis an den Fuß der Berge. Wo ist das? Markiere den Ort. Na, das hier, hier? In Ordnung. Von dort 1 Tagesmarsch nach Osten. Der Punkt muss irgendwo in einer weiten Ebene liegen. Nächster hier? Schritt. Geh nach Nordosten, bis du auf eine Straße triffst. Hast du's? Ja. Der Straße in nördlicher Richtung bis zu einem Fluss folgen. Wo die Straße auf den Fluss trifft, ist der nächste Punkt. Hä? Hier ist doch... gar kein Fluss. Ich guck grad... Warte mal, das ist doch die Straße, die gemeint ist. Oder ist das hier gemeint, dass das ein Fluss ist? Ich glaube, das ist gemeint, ne? Hier? Dem Fluss bis zur Mündung folgen. Mündung ist das hier, oder? Gut so. Jetzt runter nach Süden. Immer an der Küste entlang, bis zu einer großen Bucht. Östlich der Bucht müssten Inseln sein. Markiere die Bucht. Wahrscheinlich das hier, weil hier Inseln sind, denke ich. In Ordnung. Von dort aus nach Nordosten. Es ist die 2. Insel auf dem Weg. Hast du sie? Die da? Das hier muss die Insel Sordia sein. Saubere Arbeit.
Ich glaube, wir haben keinen Fehler gemacht. Das da ist also Sordia. Lass uns die Insel auf der kleinen Karte markieren. Die Insel haben wir also schon mal. Fehlt nur noch das Transportmittel. Und das schwebt draußen. So ist es. Das war cool irgendwie. Wartet mal. So. Wir sind hier fertig, würde ich sagen. Und dann können wir eigentlich nach unten gehen und versuchen, die Dame hier zu überzeugen. Da das ja mit ihm nicht so gut geklappt hat, probieren wir es doch mal mit ihr. So, geh mal hin. Guck dir das Ganze mal an. Orks sind zäh, stark und aggressiv. Diese da sieht fit aus. Ich weiß nicht, ob ich sie ausschalten könnte. Wenn überhaupt, dann nur mit Schnelligkeit. Oder mit Köpfchen. Mhm. Dieser Mensch hat einen wirklich interessanten Begleiter. Ich dachte, ich würde alle Tiere hier kennen, aber solch ein Wesen ist mir noch nicht untergekommen. Okay, mit ihr kann ich das Gleiche betrachten. Teile moderner Flugschiffe werden aus Metall gebaut. Auf das Metallgerüst wirken enorme Kräfte. In solchen Ballen werden Waren transportiert. Der hier scheint sehr schwer zu sein. Okay. Über die Planke kann man zum Flugschiff kommen. Stünde da nicht eine hässliche Orkfrau drauf? Hallo, Mensch. Hallo, meine Liebste. Warum hat man euch gefangen genommen? Was wird euch vorgeworfen? Das wüsste ich auch gern. Ich bin ein harmloser Abenteurer. Genau. Es ist nur ein dummer Zufall, dass deine meisten Abenteuer illegal sind, richtig? Wenn ihr in illegale Aktivitäten verstrickt seid, solltet ihr bestraft werden. Wird er ja nun. Ich glaube nicht, dass irgendjemand verdient hat, was mich nun erwartet. Nanu, verlierst du im Angesicht der Folter etwa doch deine große Klappe? Ich finde einfach nur, niemand hat es verdient, 3 Tage alleine mit dir auf einem Flugschiff zu sein. Das ist alles. Mir reicht's. Gehabt euch wohl. Du kommst wieder. Sie alle kommen wieder. Das ist Roseannes Stimme, ne? Also unter anderem. Bestimmt auch oder mit Sicherheit für andere Sachen, weil ich kenne sie auch noch aus anderen Dingen. Aber mir fällt gerade leider nur Roseanne ein, tatsächlich. Habe ich furchtbar gern geguckt, als ich ein Kind war. Auch manchmal bei meiner Oma und so. Die hat selber voll gerne Sitcoms geguckt und so. Hallo, Ork. Was willst du, Elfe? Ich muss mir den Menschen für ein paar Tage ausleihen. Ich brauche den Menschen für einige Tage. Leihst du ihn mir? Nein, ich habe einen Auftrag. Und den werde ich erfüllen. Dann werde ich ihn mir nehmen. Wenn du an mir vorbeikommst. Miau. Klappe, Nate. Wo ist eine Schlammgrube, wenn man sie braucht? Glaubst du wirklich, du hast den Hauch einer Chance gegen Mazas? Ich wollte was sagen, mir ist es komplett entfallen. Wer oder was ist ein Mazas? Ich schwebe wie ein Schmetterling. Oh, float like a butterfly and sting like a bee. Muhammad Ali. Ich lasse mich nicht auf Raufereien mit einer Kopfgeldjägerin ein. Wir nehmen das, weil ich das so cool finde. Du magst kräftiger sein als ich. Aber wie willst du mich treffen? Ich schwebe wie ein Schmetterling und steche wie eine Biene. Dann werde ich dir deine Flügel einzeln ausreißen. Ich befürchte, hier versteht jemand die Metapher nicht. Ich will diesen Menschen und noch vor Sonnenuntergang werde ich ihn haben. Mir klingeln die Ohren. Da bin ich mal gespannt, wie du das anstellen willst, Elfe. Wie wäre es mit einem Wettkampf? Elfe gegen Ork. Ein Klassiker. Sofern es nicht darum geht, wer von uns beiden besser an einem Tümpel die Sterne anheulen kann, dürfte das Ergebnis feststehen. Ja, außer es geht um die Zahnpflege, Allgemeinbildung oder Hüftspeck natürlich. Klappe, Nate! Also, was schlägst du vor? Das wird der Sinn sein, warum wir ihr den Stärketrank geben konnten. Ich denke, dass sie bei Balletttanz und Wettlauf nicht mitmachen wird. Weil das ist was, wo wir offensichtlich aufgrund ihrer Zierlichkeit wahrscheinlich eher gewinnen werden. Beim Wettlauf einfach, weil wir
Na, obwohl, sie ist halt ein Muskelberg, ne? Die kann uns da vielleicht auch abziehen. Aber ich denke, wir müssen Armdrücken machen. Du meinst, du wärst stark? Du scherzt wohl. Eine Elfe will eine Orkkriegerin im Armdrücken schlagen? Nie! Also lässt es darauf ab. Klar, warum nicht? Sorry. Komm her! Ich hätte den Feuer trinken sollen, wa? Okay. Ja, ich kann's los nicht mehr. Geht's. Hey, Mädchen, es geht los, habe ich gesagt. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Wollen wir uns warm machen? So, ich bin locker. Fangen wir an. Zack, Arm abgerissen. Okay. Was ist? Keine Lust mehr? Mit dem Stärkungselixier werde ich die Kopfgeldjägerin im Armdrücken schlagen können. Na, rein damit. Ich muss nur aufpassen, dass Cheep Cheep das nicht mitbekommt. Er würde mich sofort zu Hause verpetzen. Wo ist er denn überhaupt? Ich fühle nicht viel. Ob es wirkt? Okay, wieder hin zu der. Hallo, Ork. Was willst du, Elfe? Wie wäre es mit einer weiteren Runde Armdrücken? Da wird wohl gerne jemand gedemütigt. Ich mach dich platt! Das werden wir sehen. Dieses Mal mache ich ernst. Klar. Okay, soll ich mit ihm was machen? Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwas mit diesem Ding zu tun hat und mit der Planke, weil wir die ganze Zeit verwenden können. Ich werfe das Seil erst über den Querbalken. Okay, dann das. Okay. Muss ich jetzt hier irgendwas machen? Das eine Ende des Seils habe ich an den Ballen geknotet. Das andere Ende hängt lose herunter. Okay. Ach, scheiße. Wir brauchen das Netz wahrscheinlich, oder? Dass wir die hier irgendwie mit so einer Falle fangen? Yes! Magie! Da ist Magie im Spiel! Ja, auf zu heulen. Eine Elfe würde niemals betrügen. Das weißt du doch. Ich will eine Revanche! Vielleicht später. Okay. Aber liebe Leute, ich sehe gerade, wir sind schon fast bei 23 Minuten angekommen. Ich würde sagen, wir übergeben ihm das Netz und dann machen wir in der nächsten Folge das Netz. Hier, kriegst du wieder. Warum konnte ich es denn überhaupt erst ihr geben? Hier, Wilbur, nimm. Danke. Naja, egal. Auf jeden Fall in der nächsten Folge, wir gehen ja gleich nochmal hin. Ich weiß gar nicht, ob ich nochmal trinken muss. Nee, anscheinend nicht. Machen wir das Armdrücken-Ding und hoffentlich den Sack zu, liebe Leute. Bis dann. Tschüss.